Anstatt ständig auf unsere Smartphones zu starren, haben wir uns näher mit der Europäischen Union befasst. Die EU wurde Mitte des 20. Jahrhunderts von Robert Schuman gegründet. Nach jahrelangem Krieg wurde diese Gemeinschaft für Frieden und wirtschaftliche Zusammenarbeit geschaffen. Wie wir alle wissen, herrscht zurzeit sehr viel Krieg auf unserer Welt. Und die Menschen in den betroffenen Regionen müssen deshalb fliehen. Viele Asylsuchende, die Schutz bei uns in der EU suchen, haben das Gefühl, keine Perspektive zu haben und sind traumatisiert. Damit wir dies schaffen, sind militärische Zusammenarbeit, eine gerechte Aufteilung in der EU und verschärfte Einwanderungskontrollen sehr wichtig. Wir vertrauen auf die EU, dass die Flüchtlingsproblematik in 10 Jahren unter Kontrolle ist und dass die Asylsuchenden gerecht in der gesamten EU aufgeteilt und integriert werden. Unsere Vision ist, dass nicht nur wenige Länder Schutzsuchende aufnehmen, sondern dass sich auch andere Länder daran beteiligen. Wir hoffen auch, dass unsere Waffengesetze in Zukunft so streng gehalten werden. Allerdings könnten wir uns vorstellen, dass der Krieg, wie er gerade in Syrien herrscht, schwieriger durchführbar wäre, wenn Frankreich und Deutschland, die größten Waffenexporteure der EU, keine Waffen in die Kriegsländer mehr schicken dürften. Die EU unterstützt Drittländer mit Geld, schickt Lehrer, Ärzte, Ingenieure und andere Fachleute in diese Länder. Sie organisiert auch Handelsbeziehungen, um die Länder wirtschaftlich zu stärken. Das alles finden wir super. Allerdings würden wir uns für die Zukunft wünschen, dass so etwas wie in Senegal, wo die Fischerrechte von der EU aufgekauft worden sind, vermieden wird. Denn so verlieren die dort lebenden Menschen ihre Arbeit. Sie verlassen folglich ihr Land und kommen zu uns, um Arbeit zu suchen. Ein Teufelskreis. Ein weiterer Vorschlag unsererseits, die Zuwanderung aus solchen Ländern einzudämmen und die Steuern der Exporte zu erhöhen. Somit würde die einheimische Bevölkerung wieder vermehrt auf lokale Produkte zurückgreifen, was viele Arbeitsplätze wieder sichern würde. Nicht zu vergessen ist der Konsum in der EU. Der Konsum innerhalb der EU sollte weiterhin gestärkt werden. Es ist wichtig, dass unsere Produkte fast ausschließlich nur bei uns verkauft werden. Außerdem sollte die EU Kleinbauern unterstützen und weiterhin regionale Produkte fördern. Wir glauben an die EU, dass Gentechnik weiterhin verboten bleibt, damit die Kleinbauern weiterhin überleben können. Also kauft regional und saisonal, um den Klimawandel zu stoppen! Ein weiteres Problem ist der durch den Konsum verschlimmende Klimawandel. Die EU bemüht sich um eine Zusammenarbeit mit vielen Ländern. Die Europäische Union hat Regeln aufgestellt, um den Klimawandel zu stoppen. Zum Beispiel hat sie sich für Wildvögel eingesetzt oder für die Einführung von Elektroautos. Wir finden, dass Solaranlagen mehr gefördert werden sollen, genauso wie die Forschung für alternative erneuerbare Stromgewinnung. Es sollten auch strengere Vorschriften für die Industrie eingeführt werden. Zum Beispiel, wenn der CO2-Ausstoß zu hoch ist, gibt es weniger Förderung. Man sollte mehr Elektro-Tankstellen bauen, denn zum Beispiel in St. Johann in Ponga, unserer Gemeinde, leben ca. 10.000 Menschen und es gibt nur eine Elektro-Tankstelle. Wenn also mehr Leute ein Elektroauto besitzen, können es nicht viele tanken. Aber man könnte Projekte fördern, die sich für Elektroautos einsetzen, damit diese längere Strecken bewältigen können. Immer wenn ich hier vorbeigehe, stinkt es aufgrund der vielen Abgase. Daher muss ich einen anderen Weg nehmen, was meine Gehzeit um 10 Minuten verlängert. Ich finde, Elektroautos sind eine gute Lösung, um die Emissionen ein wenig zu verringern. Wie er stolta över att vara en del av EU. Mismo ponosni da smo dio od EU. We are proud to be a part of the EU. Wir sind stolz, ein Teil von der EU zu sein. Noi siamo dei essere l'Unione Europea. Estamos orgullosos de ser parte della UE. Nous sommes fiers de faire partie de l'UE. Wir